Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christum, zum Appendix der Companion Bible, zusammengestellt von Bullinger, sind wir bei Anhang 1 vom Appendix. Appendix, Anhang. Die Struktur der Bücher des Alten Testaments, also Tanach, nach dem hebräischen Kanon. Das Gesetz, Tora, besteht aus Genesis, der Anfang, alles entstand durch das Wort Gottes, Israel als Familie. B. Exodus, Geschichte. Israel entwickelt sich von Familien und Stämmen zu einer Nation. Sie werden nach ihrer Sprache Hebräer genannt. C. Levitikus, Anbetung. Jehova in der Mitte. Er ist Gott Israels, sie sein Volk. B. Numeri, Geschichte Israels, jetzt ein Volk, gezählt und gesegnet als solches. Deuteronomium, das Ende. Alles hängt von dem Wort Jehovas ab. Israel gilt als im Land. Beachte, diese Darstellung in der Mitte C, um das sich alles dreht, und dann Anfang, Ende. So, und dann die geschichtlichen Teile, tak, tak. Zweitens, die Propheten, Nebiim. Josua, der Herr der ganzen Erde, gibt den Besitz des Landes, Regierung unter Priestern. Richter, Israel verlässt Gott und kehrt zu ihm zurück, Verlust und Wiedererlangung ihrer Stellung im Land. Kein König, Bethlehem, Scheitern unter den Priestern. C. Samuel, der König des Menschen verworfen, Gottes König David, eingesetzt. D. Könige, Niedergang und Fall unter Königen, Sacharja 7,7. D. Jesaja, endgültiger Segen unter Gottes König. C. Jeremia, menschliche Könige verworfen, Davids gerechter Zweig aufgerichtet. B. Ezekiel, Gott verlässt Israel und kehrt in Herrlichkeit zurück, um für immer von seinem Land und seiner Stadt Jehova Jamah zu sagen. A. Kleinere Propheten, der Herr der ganzen Erde, der den Besitz des Landes wiederherstellt und den endgültigen und unendlichen Besitz. Drittens. Psalme, Ketubim-Schriften. A. Psalmen, Lobpreisungen, Gottes Absichten und Ratschlüsse, Ratschläge bezüglich seiner Taten in der Zukunft. B. Sprüche, Regeln, Worte, die das Leben des Menschen regeln oder bestimmt leben. Gottes moralische Regierung wird dargelegt. C. Job, das Ende des Herrn zeigt sich in Satans Niederlage und der Befreiung der Heiligen aus Bedrängnis. D. Kantikel, Lied der Lieder, Hohelied, Tugend belohnt, gelesen von den Juden am Passafest, das Fest, das Fest, das an die Befreiung vom Pharao erinnert, dem Unterdrücker der Juden. E. Ruth. Der Fremde versammelt sich, um von der und an Gottes Güte in der Erlösung teilzuhaben. Erlösung, gelesen zu Pfingsten, das an Gottes Güte im Land erinnert. F. Klagelieder, alas, die Aufzeichnung von Israels Leiden, gelesen am Fasten des 9. Abib. E. Prediger,
Der Prediger. Das Volk versammelt sich, um von der Eitelkeit des Menschen zu hören. Gelesen zum Laubhüttenfest, das an der Gottesgüte in der Wüste erinnert. Megillat. D. Esther. Tugend wird belohnt. Wird am Purimfest gelesen, das an die Befreiung von Haman, dem Feind der Juden, erinnert. C. Daniel. Gottes Gericht. Hier wird die endgültige Niederlage des Antichristen und die Befreiung aus der großen Trübsal dargestellt. B. Esra, Nehemia. Männer, die das Volk Gottes bei ihrer Wiederansiedlung im Lande. A. Chroniken. Deborah, Hayim, Worte der Tage oder Gottes Absicht und Ratschläge für Israels Taten in der Vergangenheit bis zum Ende der Zeit. Hier ein Foto des Originals. Das ganze Buch kann man problemlos kaufen oder im Internet downloaden. Was wir hier gemacht haben, also Bruder Antonino, ins Deutsche übersetzt, und ich lese es jetzt einfach vor. Im Herrn Jesum Christum, viel Freude im und am Wort Gottes Studium. Ich wünsche einen schönen Tag. Hier will ich folgen, wohin.